So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Spiel nennt sich Unepic. Also nicht episch im Endeffekt. Dieses Spiel gekauft, heruntergeladen, gestartet und die Aufnahme gestartet. Sprich, ich, völliger Noob, völliger Anfänger, erwartet also bitte nicht zu viel von mir. Ich spiele dieses Spiel jetzt gerade echt zum allerersten Mal. Ich weiß gar nicht, ob der Mehrspielermodus überhaupt schon geht. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal in den Einzelspielermodus gehen. Ins leere Fach. Ja, wir werden ein neues Spiel starten, natürlich mit Tutorial, würde ich sagen. Wähle einen Namen für deinen Charakter. Also, er kann später nicht geändert werden, okay. Da das hier gerade ein LP ist, werde ich ihn jetzt einfach mal... Ja, komm, ich nenne ihn einfach Curry. Für Anfänger mit wenig Erfahrung in RPGs und Plattformen spielen. Das Spiel wird automatisch gespeichert, Gesundheit wird langsam regeneriert, Monster... Für so nur 75% Schaden des normalen Schadens, also verursachen nur 75% des normalen Schadens. Der Punktzahl wird halbiert. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Du musst dein Spiel selbst speichern. Monster sehen dich aus großer Entfernung. Deine Punktzahl wird verdoppelt. Du bist nicht kurz verwundbar, wenn du getroffen wirst. Du musst dein Spiel selbst speichern. Monster sehen dich aus großer Entfernung. Deine Punktzahl wird verdoppelt. Wir nehmen Mittel. Okay, als du den Kerker betrittst. Was spielen die denn da? Soll das Pen und Paper darstellen? Ich denke mal, das soll ein Pen und Paper Spiel sein, ne? Okay, als du den Kerker betrittst, stehen dir auf einmal zwei Skelette mit rostigen Äxten im Weg. Das unheimliche rote Licht in ihren Augenhöhlen fixiert dich. Was tust du? Ich lade meinen Elfenbogen und schieße. Moment mal, willst du wirklich mit einem Pfeil auf ein Monster schießen, das nicht bluten kann? Was denkst du, wird passieren? Dass der Pfeil zwischen ihren Rippen hängen bleibt und sie langsamer macht? Hey, das funktioniert in Legends of Zelda. Haha, Dödel. Das Beste an RPGs ist doch, dass du gesunden Menschenverstand einsetzt. Na komm, tritt beiseite und lass den Kleriker seine Arbeit machen. Ich nehme mein heiliges Symbol und richte damit die Untoten. Verschwindet in das Loch, aus dem ihr gekommen seid, üble Kreaturen. Würfelt einen D20. Ein blendendes Licht leuchtet in ihren Schädeln auf. Beide Skelette schreien und ihre Knochen fallen zu Boden. Nehmt das, zwei Skelette mit einem Schuss. Hm. Gott, bin ich gut. Okay, ich gehe schnell voran, um zu sehen, ob sie irgendwelche Beute haben. Während du auf sie zugehst, trittst du auf eine lose Platte im Boden. Hörst einen Klick und ein Speer springt direkt unter deinen Füßen hervor. Verdammt, ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe einen Rettungswurf, oder? Erik, gib mir die Chips. Hey Leute, lasst uns eine Pause machen. Ich muss pinkeln. Schon wieder? Verdammtes Bier. Am Ende des Flurs, linke Tür. Der Lichtschalter ist außen. Okay, ich bin in einer Minute zurück. Schweine, ihr habt das Licht ausgemacht. Ich bin hier am Pinkeln. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ich kann im Dunkeln nicht zielen. Lecker. Verdammt, ich kann nichts sehen. Was zur Hölle? Wo ist das Klo? Ich raff's nicht. Ich hab doch gerade da reingepinkelt. Ups, ich glaube, ich habe auf dem Boden gepinkelt. Mal sehen, ob ich die Tür finden kann. Nö, das ist eine Wand. Wow, die Wand ist rau. Ich könnte schwören, dass hier vorher eine Tapete war. Tapete auf der Toilette? Okay. Oder bist du schon draußen und du bist im Flur? Nichts, ich kann die Tür nicht finden. Und das ist definitiv nicht das Bad. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, also was ist doch noch im Bad? Also ich habe noch nie Tapete im Bad gesehen, sondern nur Fliesen hauptsächlich. Gut, man kann es ja mal halten, wie man will. Ich nehme besser mein Feuerzeug zur Hand, so dass ich wenigstens etwas sehen kann. Finde das Feuerzeug in deinem Inventar. Wenn du es gefunden hast, wähle die Option Ausrüsten. Um dein Inventar zu öffnen, drücke I. Ja, ich habe aber einen Controller. Kann ich nicht mit dem Controller irgendwie in dieses Menü gehen? Inventar, da ist es doch. Feuerzeug. Ausrüsten. Ah, da unten. Oh, das sieht sogar recht gut aus, das Spiel. Vor allem von der Animation her. Hätte ich es nicht gedacht. Was ist das? Steinwände? Säulen? Dunkelheit? Wo zur Hölle bin ich? Natürlich, diese Schweine haben mir
Psychopharmaka in mein Bier geschüttet. Ich habe eine Halluzination. Cool, es sieht fast real aus. Gehen wir mal weiter. Es sieht hammergeil aus, finde ich. Was ist das? Da vorne ist irgendwas. Es sieht aus wie, heilige Scheiße, ein Skelett. Ich bilde mir schon Dinge ein. Wahrscheinlich ist das Rikis Oma, die gerade ein Nickerchen macht. Ich kann sie als Skelett sehen. Oder vielleicht ist das Chesters Copperpot. Hat er einen Schlüssel? Es kann nicht schaden nachzusehen. Au. Autsch, eine Falle an meinem Fuß. Aua, das tut weh. Ja, wie komme ich da jetzt dran vorbei? So. Nun kapiere ich es. Die Halle, das Skelett, die Falle. Ich bilde mir ein, in einen RPG zu sein. Das muss ich in einem Dungeon oder einer Burg. Ich muss in einem Dungeon oder einer Burg sein, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat. Okay, während die Droge wirkt, bin ich also ein Spieler meines eigenen RPG. Cool. Ich spiele gegen mich selbst. Auch wenn ich nie ein Dungeon Master war. Yay, was auch immer. Sie für ein Zeug in mein Bier getan haben. Es ist wirklich großartig. Ich zeichne besser eine Karte, sodass ich mich nicht verlaufen kann. Mit M kannst du deine Karte öffnen. Ich spiele immer noch mit Tastatur. Aber das war Y, ne? Ja. Y ist die Karte. Gut, hoch hier. Wie kann ich klettern? Klettern? Ah. Okay, das sieht gleich bescheuert aus. Es macht mir Angst, hier sind so viele Tote. Links ist nichts. Gucken wir rechts. Rechts geht's weiter. Können wir jetzt auf der Karte sehen? Jo. Warte mal. Wenn du ein Spiel pausiert hast, um ins Bad zu gehen, nimm dir besser ein Feuerzeug mit. Du weißt nie, wann. Ach so. Ja, ich habe es jetzt wirklich jetzt gelesen. Anders gesagt, ich habe es jetzt gerade pausiert und wenn ich jetzt auf Toilette gehe, soll ich ein Feuerzeug mitnehmen, bevor mir das gleiche passiert wie den Typen hier. Gut, gehen wir weiter. Hey? Ach, hier ist eine Leiter runter. Noch eine Leiter runter. Mehr Skelette. Sehr einladend hier, muss ich zugeben. Ah, wir haben anscheinend einen Gast. Und er ist unbewaffnet. Nein. Ich wollte gerade gehen. Nein, warte. Lass mich dir meine Gastfreundschaft anbieten. Hey, ich möchte keinen Ärger machen, okay? Fürchte dich nicht. Es wird keine Mühe machen, deine Seele in Besitz zu nehmen und aus dir einen ewigen Bewohner dieser Burg zu machen. Was? Nein! Scheiße, das war gruselig. Das Schattending sprang auf mich zu. Einen Moment mal, wo ist es hin? Das ist unmöglich. Es ist kein Glaube in dieser Seele. Ich kann diesen Körper nicht kontrollieren. Ich höre da eine Stimme in mir. Heilige Scheiße, ich bin besessen. Verdammt, ich kann nicht entfliehen. Ich bin in diesem Körper gefangen. Diesem Gefängnis aus Fleisch. Ich bin besessen. Warum zur Hölle hängst du hier herum und ergreifst Besitz von anderen Leuten, hä? Wenn ich von einer Seele Besitz ergreife, erlange ich die Kontrolle über den Körper und kann tun, was auch immer mir gefällt. Ja, aber mit mir hat das nicht geklappt, oder du Arschloch? Ha, fuck dich! Ich muss einfach noch geduldig auf deinen Tod warten, dann bin ich wieder frei. An diesem Ort wird das nicht lange dauern. Ja, was auch immer. In einigen Stunden wird die Wirkung der Droge nachlassen. Du wirst mir also keine Angst. Du machst mir also keine Angst. Ja, okay. So, hier hoch. Ja, schon mein Handy klingelt. Einen Moment, ich muss mal kurz Tür aufmachen. Oh. So, tut mir leid, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unglaublich warm es hier in meinem Scheißzimmer ist. So, weiter geht's. Sieh dir diese Leichen an. Einstmals waren sie Kreaturen, die es wagten, diese Burg zu betreten. Nun sind ihre Knochen das Testament ihres Mutes. Deine werden sich bald zu ihnen gesellen. Okay, wenn du meinst. Passiert halt. Kann ich eigentlich?
Ah ja. Ein Schwert. Hey, ein Schwert, endlich. Es muss einen der Toten gehört haben. Hey, dunkler, nebliger Typ, du hast Glück, weißt du? Wenn ich dieses Schwert früher gehabt hätte, hätte ich dich in zwei Teile geschnitten. Haha, bring mich nicht zum Lachen. Sterblicher. Wirst du nicht so dumm, willst du wissen, dass ich keinen Körper und habe und keine Waffe mich verletzen kann. Aber im Videospiel töte ich hunderte Geister mit einem Schwert. Eine Welt, wo Schatten und Geister mit normalen Waffen verletzt werden können? Du bist nicht nur dumm, sondern auch ein Lügner. Ach, halt den Mund, ich nehme das Schwert jetzt. Mit B nehme ich. Dann muss ich es ausrüsten, ne? Inventar. Ausrüsten. Okay. Mit X hau ich. Und das war's auch schon. Ich denke mal, jetzt kommen auch gleich die ersten Monster. Ich finde das Spiel Hammer. Boom, schau dir diese Schätze an. Ich bin reich. Wie viel Gold ist... wie viel ist Gold... Was? Wie viel ist Gold wert? 1500 die Unze. Mit nur einer dieser Münze kann ich eine neue Konsole kaufen. Mann, ich bin ein Idiot. Dies alles ist eine Halluzination. Es ist so, als ob man von einem Lottogewinn träumt und nicht aufwacht. So, nimm dir einige Münzen. Du kannst mächtige Artefakte und tödliche Waffen kaufen. Hey, warte mal. Du wartest doch auf meinen Tod, um frei zu sein, nicht wahr? Warum gibst du mir denn Ratschläge? Stell keine dummen Fragen. Sieh hin, wie schön diese Münzen funkeln. Ja, funkelnde Münzen, ja, die haben... Willst du Teile des Schatzes das einsame, stell dich davor und drücke Eingabe. Ja, die, es hat wahrscheinlich irgendeinen Nachteil. Oder? Aber ich glaube, ich kann es halt doch recht gut gebrauchen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Kann ich das Ding gerade verschlagen? Nö. Es funkelt einfach nur schön. Boah, ist echt schwer, das Gold hier zu erkennen, weil das auf dem Boden liegt. Das hintere Gold ist wirklich nur Deko. Das richtige Gold liegt hier, Gold liegt hier halt auf dem Boden. Das ist halt recht schwer zu erkennen. Yay. Hä? Egal. Wie einfach es war, dich austricksen. Warum bist du nur so ein Dummkopf? Was? Was sagst du? Deine Gier war der Untergang, aber mir brachte sie die Freiheit. Zur Hölle, was ist los mit mir? Ich fühle mich schwach, ich verliere meine Kraft. Kann ich? Scheiße, ich fühle mich schlecht, ich kann kaum noch stehen. Endlich frei. Game over, Bitches. Okay. So geht das also. Also das Gold ist wirklich nicht so mitnehmen. Gut, wenn er jetzt redet, dann überspringt das schnell. Immer. Und macht das hier jetzt nochmal in so einem Schnelldurchlauf, blablabla. Also das Gold ist wirklich zum Nachteil. Das dachte ich mir doch schon, dass es irgendeinen Effekt hat. Aber dass es mich gleich komplett umbringt, hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Gib es mir. Falsch. Da. Boah, es spammt mich doch nicht schon wieder zu. So. Ja, die Münzen. Wenn ich die Münzen nehmen will, genau. Ich nehme sie aber nicht. Geh zurück, du hast deine Münzen vergessen. Trottel, wer zweimal auf denselben Trick hereinfällt, ist selber schuld. Danke trotzdem. Ach so, er weiß selbst, dass er gerade gestorben ist, oder wie? Gut. Der hat auch ein Schwert in sich stecken, warum kann ich das nicht nehmen? Egal. Gehen wir weiter. Boah. Dead Weg, Bitches. So, wo sind wir hier? Oh, Schlange. Ah, eine Schlange. Die ist riesig. Scheiße, dieser ist so groß wie ich. Drücke Leertaste, um anzugreifen. Scharfe Waffen wie Schwerter sind sehr effektiv gegen lebende Kreaturen. Bam. Schlange. Eine Truhe. Und wo eine Truhe ist, gibt es auch Beute. Streitkolben. Ach, ich vergesse es immer noch. Schwertstufe 1, Schaden 43. Ach, und Haltbarkeit haben die Dinger auch noch. Okay. Ich lauf mal weiter mit dem Schwert rum.
Weil ich denke mal, ich brauche gleich den Streitkolben gegen den nächsten Gegner. Hier sind einige Fässer. Sieht so aus, als wenn die seit einer langen Zeit hier stehen. Sie sind vergammelt. Das heißt, die sind dazu da, um kaputtgeschlagen zu werden. Mit den Streitkolben oder Äxte, okay. Ah, das geht auch anscheinend. Oder? Das geht besser. Miau. 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 Geht die auch? Ne. Hier ist noch eine Truhe. 15 Münzen. Hoch hier. Hoch. Eine Schlange, lass mich ein paar Schlangensteaks machen. Was stand da jetzt? Irgendwie, dass ich zwischen Waffen schneller wechseln kann oder so? Hm. Tschüss. Oh, und wieder. Truhen. Im Panel verfolgen. Schnelltaste zuordnen. Schnelltaste zuordnen. Klappt nicht. Das kannst du in LP dann später sehen. Klappt irgendwie nicht mit Controller gerade. Ich habe es leider auch nicht gelesen, was da stand. Also eigentlich sollte man die, denke ich mal, mit Schnelltaste wechseln können. Ups. Ja, einfach mal runterfallen. Ein leichter Kurzbogen. Immer die falsche Taste. Ich liebe es ja. Ich denke mal, ich werde den gleich gebrauchen. Eine Fackel. Lass sie mich anzünden. Es ist ziemlich dunkel hier. Okay, Fackeln können wir auch anzünden. Eine Öllampe oder sowas in der Art. Ich zünde sie auch besser an. Ich hoffe, Balmord kommt nicht vorbei und macht die Dinger wieder aus. Mit seiner Peitsche. Ja, Licht ist echt nicht schlecht hier. Autsch. Ein dunkler, nebliger Typ. Wie ist dein Name? Hey, dunkler, nebliger Typ, wie ist dein Name? Ich habe keinen Namen. Wie soll das gehen? Der Lord dieser Burg hat keinen Namen? Falsch, ich bin nicht der Lord dieser Burg. Ich bin ein Schatten und meine Aufgabe ist es, diesen Ort zu beschützen. Du bist also nur ein Lakai. Eines dieser Eintrefferpunktwunder. Hätte ich auch nur einen Funken der immensen Macht meines Lordes, könnte ich dich einfach so schnips mit dem Finger vernichten. Nun, Schattentyp, diese Burg und dein Meister sind nur Erfindungen meiner Einbildung. Lass uns sagen, dass ich der große Erfinder von all dem hier bin. Und nach einiger Zeit wird alles verschwinden und niemand wird einfach so vernichtet. Schnips mit dem Finger. Du, eine lächerliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, der Erfinder von allem? Haha, du bist ein Lügner oder ein Dummkopf. Egal, ich gebe dir einen Namen. Namen sind ohne Bedeutung für mich. Mal sehen. Was ist mit Sarah? Es ist mein Lieblingsname für meinen Konsolencharakter. Wage es nicht, mich so zu nennen. Wie du wünschst, Sarah. Im Übrigen habe ich mich noch nicht vorgestellt. Interessiert mich nicht. Ich bin bekannt als Streicher, aber mein richtiger Name ist Aragorn. Arathorns Sohn. Und ich bin der rechtmäßige Erbe des Königreichs Gondor. Oh je, ich bin gefangen im Körper eines Dummkopfs. Du nennst mich dumm? Wer ist wohl dümmer, der Dummkopf oder der Dumme, der ihm folgt? Dum, 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 dum. So, machen wir diese Fackel noch an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute.